Jetzt kommen wir zur Tagesordnung. Und wie bereits mitgeteilt, beginnen wir mit dem Tagesordnungspunkt 56. Das ist der Antrag der SPD. Lehrermangel verschärft Chancenungleichheit und Überlastung an unseren Schulen. Verbunden mit dem dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Qualifiziert besetzte Lehrerstellen sind der Schlüssel zur Chancengleichheit. Das sind Drucksachen 20/1641, 20/1702. Und ich finde, ein Plenartag beginnt doch eigentlich nur dann munter und gut, wenn wir mit kulturpolitischen Themen beginnen. Ich darf das Wort erteilen Herrn Abgeordneten Degen für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön, 10 Minuten pro Fraktion sind vereinbart. Ja, Herr Präsident, ich will versuchen, meinen Beitrag zur guten Laune zu leisten. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob das gelingen wird, zumindest bei allen, meine Damen und Herren. Unter der Überschrift Es wird gestopft und getrickst wurde am 5. Dezember in der Offenbach-Post der Lehrermangel an der Astrid-Lindgren-Grundschule Dietzenbach beschrieben, meine Damen und Herren. Der Vorsitzende des Schulelternbeirats berichtet dort, dass einige Eltern ihre Kinder nun nachmittags in Eigeninitiative unterrichten, um aufzufangen, was die Schule nicht leisten kann. Meine Damen und Herren, mich macht das sehr betroffen, denn Bildungserfolg darf nicht davon abhängen, ob ein Kind Eltern zu Hause hat, die helfen können oder sich die Nachhilfe leisten können. Meine Damen und Herren, das darf nicht sein. Lehrermangel führt zu Unterrichtsausfall. Wir haben an dieser Stelle darüber schon öfters hier gesprochen. Aber Lehrermangel führt nicht nur zu Unterrichtsausfall. Er führt auch zu steigenden Belastungen der Lehrkräfte, zu Überlastungen, und er führt genauso zu einer Verschärfung der Chancenungleichheit und mindert die Bildungschancen unserer Kinder, meine Damen und Herren. Denn Studien zeigen, dass es durchaus davon abhängt, auch wo eine Schule ist, ob dort sich qualifizierte Lehrkräfte bewerben. Und es ist leider so, dass dort, wo soziale Brennpunkte sind, weniger Lehrkräfte mit Ausbildung unterrichten, meine Damen und Herren. Weder das eine noch das andere sind wir bereit hinzunehmen. Und deshalb machen wir heute den Lehrermangel wieder zum Thema in diesem Plenum, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das im Folgenden verdeutlichen. Denn Lehrermangel ist nach wie vor Tag für Tag Realität an unseren Schulen. Und da helfen auch die hilflosen Versuche zum Spartarif, die uns hier immer wieder vorgetragen, beschwichtigend vorgetragen werden, leider nicht. Denn wurden im Kalenderjahr 2018 noch Pensionäre im Umfang von 42,4 Stellen an Grundschulen eingesetzt, so heißt es jetzt, so die Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage des Hessischen Rundfunks. Aktuell werden keine Daten diesbezüglich erhoben, meine Damen und Herren. Es wundert mich, wenn das 2018 noch ging, warum das 2019 nicht mehr geht. Wir sind das ja hier gewohnt. Immer dann, wenn die Zahlen nicht gefallen, spielt der Kultusminister ahnungslos, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen das einmal so. Würde es gute Zahlen geben, hätten wir schon längst hier eine Jubelmeldung gehört, meine Damen und Herren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sich der Brisanz der Lage noch immer nicht bewusst ist oder nach wie vor vielleicht einfach verleugnet, dass wir hier ein Problem haben und darauf zusteuern, mehr Bildungsverlierer zu produzieren, meine Damen und Herren. Ich will das an einigen Beispielen festmachen. Erst gestern habe ich einen Brief erhalten, ich schätze andere Kollegen auch, vom GEW Kreis und Stadtverband Offenbach. Und da wird beschrieben, von einer Studie durchgeführt wurde. Und da kommt man zum Schluss, dass im Gebiet Stadt und Kreis Offenbach mehr als ein Drittel der TVH-Kräfte, also der Vertretungskräfte an Grundschulen, völlig fachfremd besetzt sind, meine Damen und Herren. Da ist die Rede von Zahnarzthelfern, Bekleidungstechnikern, Friseuren, Doktoren der Chemotechnik, meine Damen und Herren, alles Personen ohne jegliche pädagogische Ausbildung. Und wenn Sie Zweifel daran haben und vielleicht der GEW nicht vertrauen, dann, meine Damen und Herren, empfehle ich Ihnen das Bildungsdossier des Hessischen Rundfunks, das im November erschienen ist. Sie müssen nur eingeben im Internet HR-Dossier Bildung. Sie finden eine wunderbare Seite, wo all das dokumentiert ist, der Lehrermangel an unseren Schulen. Und ich muss sagen, Hut ab
vor der Redakteurin, die 11 Wochen an einer Grundschule hier in Wiesbaden unterrichtet hat und das im Selbstversuch sich alles mal angeschaut. Das nenne ich eine gute professionelle Recherchearbeit. Auch das ist eine Grundschule in Wiesbaden eben im sozialen Brennpunkt. 24 Kollegen, die dort eigentlich unterrichten sollten, davon mehr als ein Drittel ohne pädagogische Ausbildung, meine Damen und Herren. Und daneben Sie eben die Astrid-Lindgren-Grundschule in Dietzenbach, die ich eingangs erwähnt habe. 17 Klassen gibt es dort. Eigentlich bräuchte man 17 Klassenleitungen, 22 Lehrkräfte gibt es. Und die Statistik im Ministerium spricht wahrscheinlich wieder davon, dass die Unterrichtsversorgung so gut sei wie noch nie, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich werden wir nachher wieder glanzvolle statistische Mittelwerte hören und Prozentzahlen. Aber, und deswegen will ich dieses Beispiel ein wenig ausführen, es geht nicht nur um Stellen. Es geht darum, wer eigentlich im Klassenraum steht und unterrichtet, meine Damen und Herren. Und das sind eben nicht 22 ausgebildete Lehrkräfte. Es geht um anspruchsvolle Tätigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen und vieles mehr. Und dafür braucht man Menschen, die dafür ausgebildet sind. Und das ist der Kern der Auseinandersetzung. Warum wir uns auch so oft hier streiten, meine Damen und Herren? Weil einerseits Stellen da sind, ja, möglicherweise mehr denn je, aber auch Aufgaben sind gestiegen, mehr denn je. Aber diese Stellen sind nicht besetzt mit qualifizierten Lehrkräften, weil ganz viele eben in Erziehungszeiten sind, in Mutterschutz sind oder langzeiterkrankt sind, meine Damen und Herren. An der Astrid-Lindgren-Grundschule sind das 8 Kolleginnen und Kollegen, die derzeit im Mutterschutz sind und in der Elternzeit. Das heißt, von den 22 Lehrkräften verbleiben 14, die überhaupt noch unterrichten können. Als echte Ausgebildete bei 17 Klassen sieht man, dass da einige eine doppelte Klassenführung machen müssen, was wiederum zu erhöhten Belastungen der Lehrkräfte führt, meine Damen und Herren. Auch dort eine Vielzahl an, man kann es schönreden, ich bin auch für multiprofessionelles Arbeiten, aber zusätzlich und nicht um die Grundlast des Unterrichtens zu erledigen. Dort sind Studierende, dort ist ein Geograf, eine kaufmännische Angestellte, eine Betriebswirtschaftlerin, eine Erzieherin, meine Damen und Herren. Wenn da noch jemand krank wird, ist der Unterricht, der Schulalltag nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ich habe großen Respekt vor all denen, die sich bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen, obwohl sie nicht dafür ausgebildet sind. Viele davon machen durchaus im Rahmen ihrer Möglichkeit einen guten Job. Und ich will auch sagen, man darf den Schulen da überhaupt keinen Vorwurf machen. Die müssen mit dem Mangel umgehen, müssen Lösungen finden, damit die Kinder nicht über Tische und Bänke gehen, meine Damen und Herren. Denen darf man keinen Vorwurf machen. Den Vorwurf machen wir der Landesregierung und ihren Vorgängerregierungen, denn die haben nicht rechtzeitig dafür gesorgt, dass ausreichend Lehrerinnen und Lehrer in Hessen ausgebildet werden. Und ich will Ihnen das noch einmal auch finden Sie alles im Dossier des Hessischen Rundfunks, ein Interview mit einer Lehrerin, die sagt, einer echt ausgebildeten Lehrerin, die sagt, Qualität ist das nicht. Aber wir haben inzwischen akzeptiert, dass das so ist. Meine Damen und Herren, solch eine Resignation macht mich betroffen. Und ich sage Ihnen, das darf so nicht bleiben. Dort, wo Schule draufsteht, muss auch Schule drin sein, meine Damen und Herren. Eine Notlösung, die als Notlösung akzeptabel ist, darf nicht die Regel werden. Wir müssen, dürfen uns nicht mit dieser Situation abfinden, meine Damen und Herren. Die Redakteurin des Rundfunks hat alles nachzulesen gesagt. Ich bin weit davon entfernt, zu sagen, dass ich hier professionell als Grundschullehrerin arbeiten könnte. Nach 11 Wochen Erfahrung sagt sie, das habe ich nicht geschafft. Ich bin eigentlich bestens geeignet, Akademikerin, in der Aus- und Fortbildung beim Rundfunk tätig. Um mehr als 20 Grundschulkinder auf einmal zu unterrichten, war das aber nicht genug. Nach 3 Tagen habe ich gemerkt, mir fehlt das didaktische und pädagogische Handwerkszeug, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen sagen, was wollen wir, was fordern wir? Wir wollen, dass endlich diese Herausforderungen anerkannt werden, auch dass der Lehrerbedarf noch steigen wird. Gerade mit dem Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung brauchen wir weiterhin mehr Studienkapazitäten. Wir müssen endlich eine Bedarfsplanung haben, die dem auch gerecht wird. Und wo man nicht nur sagt, das liegt an Zuwanderung, das ist ein ganz kleiner Bruchteil der letzten Jahre, warum wir mehr Schülerinnen und Schüler haben, meine Damen und Herren. Wir brauchen außerdem ein gutes und attraktives Quereinsteigerprogramm. Eines, das Menschen auch machen. Deswegen ist es so falsch, dass diese Regierungskoalition beabsichtigt, hier dieses Quereinsteigerprogramm zu kürzen. Wir müssen bessere Bedingungen schaffen.
Wir haben dazu schon 2017 einen Vorschlag vorgelegt, wie man durch bessere Bedingungen, weniger Unterrichtsverpflichtung dieses Programm attraktiv gestalten kann. Wir sind der Meinung, wir brauchen A13 für alle Grundschullehrkräfte, damit eben auch Lehrkräfte mit gymnasialen Hauptrealschullehrkräften bereit sind, das zu machen. Es macht übrigens auch keinen Sinn, und da muss ich sagen, sind viele hier nicht stimmig, einerseits zu sagen, wir sind als einziges Bundesland nicht in der TDL und machen unser eigenes Süppchen. Aber wenn es um A13 geht, heißt es, wir wollen eine gemeinsame gesamtdeutsche Lösung. Meine Damen und Herren, das passt nicht zusammen. Da müssen Sie sich auch mal entscheiden, was Sie eigentlich wollen. Wir wollen ein Stipendienprogramm. Darüber werden wir noch morgen Abend reden. Und wir brauchen wirklich eine gute Qualifizierung von Quereinsteigern. Ich weiß, dass hier heute sicherlich wieder Berlin angesprochen wird. Da ist der Lehrermangel noch größer. Jawohl, meine Damen und Herren. Aber die haben erstens ein verpflichtendes Programm für Quereinsteiger, also für Lehrkräfte ohne Ausbildung. Verpflichtend müssen die erst einmal sich die Basics drauf schaffen. Und zweitens, es gibt mit Entlohnung berufsbegleitend ein Programm für diese Lehrkräfte. Und dieses Programm wird sogar vom HR empfohlen, meine Damen und Herren. Also durchaus auch hier mal nicht nur auf Berlin schimpfen, sondern mal nach Berlin schauen. Das empfehle ich Ihnen. Ich komme zum Schluss. Lehrermangel befördert eben nicht nur Unterrichtsausfall, er verschärft auch die Chancenungleichheit. Der Bildungserfolg, und das sagt auch die aktuelle PISA-Studie, hängt mehr denn je von der Herkunft ab, als das zuvor der Fall war, meine Damen und Herren. Das darf nicht sein. Damit werden wir Sozialdemokraten uns niemals abfinden. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Degen. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Elisabeth Kula. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste! Die angesprochene, vom HR produzierte Dokumentation »Plötzlich Lehrerin – Klassenkampf in der Grundschule«, welche im Rahmen der ARD-Themenwoche zu Bildung im TV ausgestrahlt wurde, zeigt die Journalistin Petra Boberg bei einem Selbstversuch. Sie unterrichtete für 3 Monate an der Geschwister-Scholl-Schule hier in Wiesbaden eine sogenannte Brennpunktschule. Sie unterrichtete dort Deutsch, Sachkunde und Musik. Die Dokumentation zeigt, mit welchen Problemen Quereinsteiger und Aushilfen an Schulen zu kämpfen haben und welche Herausforderungen Schulen haben, um mit wenig ausgebildeten Lehrkräften ihren Unterricht abzudecken. Im Mittelpunkt der Reportage steht der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und was der Einsatz nicht grundständig ausgebildeter Lehrkräfte eigentlich für die Schülerinnen und Schüler bedeutet. Mehr als 2/3 aller QuereinsteigerInnen gehen komplett unvorbereitet in die Klassenzimmer, um zu unterrichten. Das sagt eine Forsa-Umfrage. Fortbildungen in Hessen sind erst nach 6 Monaten überhaupt möglich. Die Geschwister-Scholl-Schule in Wiesbaden war eine der über 100 Schulen in Hessen, die einen Brandbrief wegen Überlastung an das Kultusministerium geschickt haben. Viele warten bis heute auf eine Antwort. Immer wieder erreichen uns als bildungspolitische Sprecherinnen Hilferufe und Überlastungsanzeigen aus verschiedenen Kollegien über ganz Hessen verteilt. Aber eine Debatte über das wirkliche Ausmaß des Lehrermangels soll von Seiten des Kultusministeriums mit allen Mitteln verhindert werden. Wird doch darüber gesprochen oder berichtet, argumentiert der Kultusminister, man könne Unterrichtsausfall überhaupt nicht beziffern. Man müsste erst einmal definieren, was das überhaupt sei. Dabei wäre es doch Ihre Aufgabe, Herr Kultusminister, eine solche Definition vorzulegen. Was versteht die Landesregierung denn unter Unterrichtsausfall? Darauf haben wir bis heute keine Antwort bekommen. Unsäglich ist auch die Behauptung, Unterrichtsausfall sei in den letzten Jahren nie Thema gewesen. Schon 2006 hat sich die GEW Hessen mit dem Unterrichtsausfall und der Notbesetzung von pädagogischen Laien befasst. 2011 gab es eine Schätzung, die sich auf 100.000 ausgefallene Schulstunden in Hessen pro Woche belief. Ihre Behauptung ist falsch, und das wissen Sie auch. Aber Sie scheinen schlicht und ergreifend Angst vor der Debatte zu haben, da Sie keinerlei politische Antworten auf die Probleme an hessischen Schulen haben. Statt ordentlicher und bedarfsgerechter Ausfinanzierung liefern Sie nämlich auch im aktuellen Haushaltsentwurf Kleckereien, wo geklotzt werden müsste. Augenwischerei betreiben Sie auch bei dem Einsatz unqualifizierter Aushilfen an Schulen. Anstatt die Fakten endlich auf den Tisch zu legen, wird zwischen befristet Eingestellten, aus dem Ruhestand zurückgeholten oder noch während des Studiums eingesetzten Lehrkräften entschieden.
Ein umfassendes Bild über alle Stunden, die von Aushilfslehrkräften gegeben werden, würde schließlich zeigen, wie katastrophal die Lage wirklich ist. Deswegen wollen Sie das nicht zeigen. Hinzu kommt, dass sämtliche Studien der letzten zwei Jahre, unter anderem auch die von uns in Auftrag gegebene Studie des Forschungsinstituts für Bildung und Sozialökonomie, davon ausgehen, dass der Mangel sich noch drastisch verschärfen wird. In den nächsten 10 Jahren müssten zusätzlich zu den jetzigen Ausbildungskapazitäten noch 7.500 Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Und das auch übrigens nur, um den Status quo zu halten. Da scheinen die wirkliche Umsetzung von Inklusion, eine weitere Verkleinerung der Klassen und Doppelbesetzung im Unterricht auch in 10 Jahren illusionär. Selbst wenn solche Maßnahmen dringend geboten werden und sich die Landesregierung diese für Sonntagsreden regelmäßig zu eigen macht, aber, Herr Kultusminister, es wäre endlich Zeit zu handeln, statt nur zu reden. Auch wie der im Koalitionsvertrag festgelegte Ausbau von Ganztagsschulen mit dieser Lehrerkapazität ausgebaut werden soll, ist mir völlig schleierhaft. Betrachtet man sich das Tempo der letzten 6 Jahre unter Schwarz-Grün, so kann man davon ausgehen, dass auch in Zukunft kaum echte Ganztagsschulen geben wird. Nicht einmal 2% immer noch aller Grundschulen sind echte Ganztagsschulen nach Profil 3. Würde man Grundschulen tatsächlich entlasten wollen, dann wäre auch der Schritt, endlich Grundschullehrkräfte nach A3 zu entlohnen, nur folgerichtig. Es ist A3 wäre schlecht. Es ist vollkommen unverständlich, warum diese Landesregierung sich in Zeiten des so akuten Lehrermangels derart versperrt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor allem, weil der Kultusminister vor etwa einem Jahr verkündet hat, er wolle abwarten, was andere Bundesländer diesbezüglich tun. Und da hat der Herr Kollege Degen natürlich recht. Es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite sagt, wir wollen eine gemeinsame Lösung finden, und an anderer Stelle geht man Einzelwege. Da macht man sich vollkommen unglaubwürdig. Und andere Bundesländer wie Berlin und Brandenburg haben ja längst gehandelt. Dort gibt es A13 für Grundschullehrkräfte bzw. E13. Ja, das liegt ja. Ja. Nein, das ist das. Nein. Herr Boddenberg. Frau Kollegin, es gibt eine Zwischenfrage vom Kollegen Schwarz und von der Kollegin Anders. Sie lassen keine zu. Der Kollege Schwarz wird bestimmt gleich in ausführlicher Länge erklären, warum das, was ich sage, falsch ist. Deswegen an dieser Stelle bitte nicht, und ich möchte fortfahren. Berücksichtigt wird dann noch die nach wie vor hohe Anzahl an Pflichtstunden und auch die nach wie vor hohe Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten in Hessen sehen zumindest ich keine Anreize für ausgebildete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern in Hessen unterrichten zu wollen, weil sie de facto weniger Geld verdienen. Der Status quo, der selbst mit 7.500 zusätzlich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern erreicht werden kann, ist einer, der von Dauerüberlastung, hohen Krankheitsständen und sehr hohen Frühpensionierungszahlen geprägt ist. Sehr geehrte Damen und Herren, da kann man tatsächlich nur noch vom Klassenkampf sprechen. Uns ist an dieser Stelle noch wichtig zu betonen, dass wir in keiner Weise Kritik an den Menschen üben, die ungelernt in diesen schwierigen Zeiten in den Schuldienst einsteigen. Sie leisten oft eine enorm wichtige und anstrengende Arbeit, und ohne sie könnte die Unterrichtsabdeckung in Hessen schon längst nicht mehr gewährleistet sein. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir ausgebildete Lehrkräfte an unseren Schulen. Und es ist nun einmal die Landesregierung, die die Verantwortung für die untragbaren Zustände an vielen hessischen Schulen trägt. Ich möchte zum Schluss noch einmal die Journalistin Frau Boberg zitieren. Das ist nicht so schwer, das zu verändern. Kleinere Klassen, mehr Lehrer. Eigentlich ganz einfach. Und das Tragische ist, das ist so furchtbar ungerecht. Weil die Kinder, die den Rucksack aufhaben von zu Hause, die sind ja trotzdem alle klug und die sind alle toll. Und die könnte man auch alle abholen und fördern. Aber in dem System, in dem ich jetzt auch arbeite, würde ich nach 3 Wochen sagen, ist das unmöglich. Leider hat Frau Boberg damit recht. Es braucht jetzt ein Umdenken in der Schulpolitik. Knausern im Haushalt hat katastrophale Folgen für zukünftige Generationen in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Nächster Redner ist der Abg. Rolf Kahn für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, verehrter Dottore Rhein!
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, kurz vor Weihnachten beschert uns die SPD-Fraktion mit einem Antrag ihr Leib- und Magenthema, das des Lehrermangels. Garantiert wird das Gericht, garniert wird das Gericht mit dem sperrigen Begriff der Chancenungleichheit, Chancengerechtigkeit hätte es gewiss auch getan. Nun gut, neu ist das Thema nicht. Lehrermangel ist in Hessen tägliche Realität, nicht erst seitdem der Hessische Rundfunk darüber berichtete. Das vorneweg. Der Antrag der SPD-Fraktion stellt im Wesentlichen nur eine Beschreibung des Ist-Zustands an hessischen Schulen dar. Mit konkreten Lösungen tut sich der Antrag eher schwer. Auf einzelne Punkte möchte ich eingehen. Ein Lehrermangel zieht sich nicht erst seit November 2019 durch die Medienlandschaft. Spätestens nach der Stichprobe der Landesschülervertretung vom 11.04.2018 ist ausgiebig über Lehrermangel und Unterrichtsausfall in Hessen berichtet worden. Während im Kultusministerium noch nach einer passenden Definition gerungen wird, was Unterrichtsausfall ist, gibt es durch die Erhebung der Landesschülervertretung entsprechend Klarheit. An jeder zweiten Schule fallen monatlich 5 oder mehr Stunden je Klasse aus. Das ist in der Tat kein Ruhmesblatt. Wie schlecht es derzeit um den Lehrernachwuchs bestellt ist, zeigen allein rund 1.500 Quereinsteiger an hessischen Grundschulen. Rund 10% aller Grundschullehrer sind also Quereinsteiger. So beklagenswert diese Situation ist, der Antrag gibt aber keine Antworten, wie diese 1.500 Quereinsteiger kurz- oder mittelfristig durch Lehrkräfte mit Lehramtsbefugnis ersetzt werden können. Quereinsteiger, das wissen wir, verfügen nicht über pädagogische und didaktische Erfahrung. Ihr Einsatz, gerade an Grundschulen, zu Beginn einer Bildungsbiografie von Schülerinnen und Schülern, ist zumindest suboptimal. Schlechter wäre nur der weitere erhebliche Unterrichtsausfall ohne Einsatz von Quereinsteigern. Die im Antrag geforderte weitere Erhöhung der Studienplätze für das Grundschullehramt ist richtig. In der Tat gab es in der Vergangenheit ein zu geringes Angebot an Studienplätzen für dieses Lehramt. Allerdings, das muss auch deutlich gesagt werden, muss ein Studienplatzangebot auch wahrgenommen werden. Es geht also auch laut SPD nicht darum, die Studienbedingungen zu verbessern, damit mehr Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen, es sei denn, die SPD versteht unter Verbessern erleichtern, sodass damit eine weitere Absenkung von Leistungsanforderungen für die Lehramtsstudenten bewirkt werden soll. Das ist der falsche Weg. Eigentlich heißt es Eulen nach Athen tragen. Wenn die SPD betont, die Attraktivität des Lehrerstudiums sollte entsprechend gesteigert werden. Ihr Antrag sieht hier eine Anhebung beispielsweise von A12 auf A13 vor. Wir glauben allerdings nicht, dass damit mehr Interessenten für diese Schulform gefunden werden können. Die mangelhafte Attraktivität des Lehrerberufs kann nicht am Einkommen liegen, denn der Report Bildung auf einen Blick 2019 der OECD zeigt deutlich auf, dass bei deutschen Lehrkräften im Grundschulbereich das Anfangsgehalt kaufkraftbereinigt bei 54.000 € liegt. An weiterführenden Schulen geht es bei rund 61.000 € los. Deutschland rangiert damit im OECD-Vergleich an zweiter Stelle. Nur in Luxemburg verdienen Lehramtseinsteiger mehr. Dennoch, es gibt zu wenig Lehrernachwuchs. Eine Analyse der Bertelsmann Stiftung zufolge fehlen allein an Grundschulen bis zum Jahr 2025 etwa 26.300 Pädagogen. Auch andere Schulformen kämpfen um Nachwuchs. Besser sieht es am Gymnasium aus. Die Weihnachtszeit ist bekanntlich die Zeit des Plätzchenbackens, aber Lehrkräfte, vor allem Qualifizierte, kann man sich auch nicht an Weihnachten backen, so schön das wäre. Doch betrachten wir, was zum Unterrichtsausfall bzw. auch zum Lehrermangel führten. Abschreckend für die Attraktivität des Lehrberufs wirken die vielen Probleme, die es heute an unseren Schulen gibt, wie z. B. alarmierende Berichte von überforderten und alleingelassenen Pädagogen an Brennpunktschulen, deren Arbeitsbelastungen zu hoch sind, dass die Pflichtstundenzahl besonders im Grundschulbereich die höchste ist, dass es Nichtverbeamtungen gibt, dass es Kündigungen vor den Sommerferien und fehlende Karriereperspektiven und insgesamt nur geringe Aufstiegsmöglichkeiten gibt. In einer repräsentativen Studie
der Universität in Sussex wurde gefragt, welchem Beruf die Profession des Lehrers am meisten ähnelt. Während in vielen Ländern das Ansehen der Lehrer mit Ärzten und Wissenschaftlern gleichgesetzt wird, fällt der Befund für Deutschland ernüchternd aus. Hier wird der Vergleich zu Sozialarbeitern am meisten genannt. Nichts, meine Damen und Herren, gegen Sozialarbeiter, aber der Status deutscher Lehrer ist trotz des hohen Gehalts im internationalen Vergleich also gering. Wenn es im SPD-Antrag heißt, die Landesregierung werde aufgefordert, die Rahmenbedingungen zu verbessern, dann ist das prinzipiell richtig, ist aber auch keine neue Nachricht. Es sollte aber mit vielleicht hilft ein kleiner Rückblick noch einmal, das möchte ich einmal dazu sagen, warum die Attraktivität des Lehrerberufs eigentlich so gering geworden ist. Vielleicht hilft da ein kleiner Rückblick auf die bildungspolitischen Entwicklungen und Weichenstellungen der 70er und 80er Jahre in Hessen. Waren es nicht gerade sozialdemokratische Kultusminister, die den Kulturbruch der 68er Generation auf vielfältige Weise mit weitreichenden Maßnahmen in Schule und Universität institutionalisierten, tat nicht ein fehlverstandenes und irregeleitetes, antiautoritäres Erziehungsbild vieler Eltern für ihre eigenen Sprösslinge sein Übriges dazu? Sein Übriges dazu, dass Respekt und Wertschätzung weder ihnen selbst gegenüber noch gegenüber Lehrkräften, Polizisten oder Amtsträgern als Wert an sich begriffen wurde, den es zu schützen und auch zu ehren gilt. Heute kommt hinzu ein politisch auf den Kopf gestelltes Familienbild, kaum noch Vermittlung von Werten, kulturelle Unterschiede, ein hoher Migrantenanteil an bestimmten Schulen von teilweise über 80% und Lern- und Disziplinprobleme ohne Ende. Lehrkräfte müssen in der Tat schon hoch motiviert sein, um sich freiwillig diesen Bedingungen, besonders an Brennpunktschulen, auszusetzen. All das hat Auswirkungen auf die Berufswahl junger Menschen. Denn wird der Lehrerberuf mit einem niedrigeren gesellschaftlichen Status verknüpft, dann dürfte die Qualität derjenigen, die sich für den Lehrerberuf entscheiden, auch niedriger sein. Wundert man sich dann noch, wenn auch Schülerinnen und Schüler schlechtere Leistungen erzielen? Zweifellos sind die heutigen Lehrkräfte mit Aufgaben betraut, die über sie selbst hinauswachsen. Zusätzlich wird erfordert Inklusion, Integration, Sprachförderung, Digitalisierung oder Ausbau von Ganztagsschulen. Das ist alles verbunden mit einem schulischen Wandel. Bildungseinrichtungen entwickeln sich daher eher zu mehr Erziehungsinstituten, heterogene und große Klassenverbände sowie eine Zunahme von Schülern, die kaum unterrichtsfähig sind. All das fordert seinen Tribut. Das alles, meine Damen und Herren, sind Gründe, warum beim gegenwärtigen Lehrermangel es so hapert. Es sind Gründe, warum auch auf pädagogische Laien zurückgegriffen wird oder auf Pensionäre. Doch machen wir uns nichts vor, weder die einen noch die anderen, auch die Quereinsteiger, werden nicht die Heilsbringer sein. Viele werfen im Übrigen das Handtuch bereits nach wenigen Monaten. Und aus dem Grunde ist es richtig, dass Kürzungen beim Quereinstieg vorgenommen werden sollen. Denn Quereinsteiger können allenthalben nur Ersatz sein für das, was fehlt. So, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich habe ja bereits darauf hingewiesen, auch die SPD hat in den vergangenen Jahrzehnten an verantwortlicher Stelle durchaus dazu beigetragen, dass es heute an unseren Schulen so ist, wie es ist. Dies vom Landtag feststellen zu lassen, das, meine Damen und Herren, Ironie off, fehlt eigentlich in dem vorliegenden Antrag der SPD. Zu dem dringlichen Antrag der FDP-Fraktion möchte ich eigentlich noch einiges dazu sagen. Es ergibt sich daraus kein Mehrwert. Das, was die FDP hier sagt, ist bereits bekannt. Das heißt also, wir sind über das, was die FDP hier in ihrem Entschließungsantrag sagt, letztlich eigentlich alle informiert. Es bietet nichts Neues. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Kahnt. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abg. Armin Schwarz.
Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute im Sinne von alle Jahre wieder, oder man könnte auch sagen Allmonat wieder, dieses Thema Lehrermangel von der SPD und der FDP garniert mit dem Bereich Chancengerechtigkeit heute besprechen können. Denn es bietet doch Gelegenheit, ja, es bietet Gelegenheit, die Leistungsbilanz von 20 Jahren CDU-geführter Landesregierung, die so erfolgreich insbesondere im Bildungsbereich sich darstellt, hier noch einmal darzulegen. Deswegen, lieber Kollege Degen, ich will das gerne anhand Ihres Antrags mal machen und mir auch die einzelnen Punkte dessen, was Sie vorgelegt haben, hier mal vornehmen. Sie beginnen mit Stellen und dem sogenannten Lehrermangel. Ich möchte da noch einmal darauf hinweisen, damit es auch für die Besucher klar wird. Zur Jahrtausendwende, da hatten wir 80.000 Schüler weniger. Heute haben wir bei 80.000 Schülern weniger 11.000 Lehrerstellen mehr geschaffen. Was heißt das im Klartext? Bei 25% Schülern minus, 25% Lehrer plus. Das ist mal eine Leistungsbilanz, die wir als CDU-geführte Landesregierung und allein mit Kultusminister Lorz 7.000 Stellen oben draufgelegt haben, meine Damen und Herren. Und das haben wir mal vor die Klammer. Das heißt im Klartext, um die Grundunterrichtsversorgung zu gewährleisten, also das, was im Stundenplan so steht, brauchen wir 38.000 Stellen, wir halten 55.000 Stellen vor. Das sind plus 17.000 Stellen, um die besonderen Herausforderungen, die nachweislich es an den Schulen gibt, auch ordentlich bewerkstelligen zu können. Da sind wir stolz drauf. Und das aktuelle Schuljahr zeigt unsere weitere Initiative, wie ernst wir es meinen, mit zusätzlich 600 Stellen und im neuen Haushaltsplan 2020 sind 900 zusätzliche Stellen im Bereich der Schulen vorgesehen. Das bedeutet Investitionen kontinuierlich, planvoll. Das ist CDU-Grüne geführte Landesregierung im Bildungsbereich, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir mal zu Ihren Punkten 2 und 5. Da reden Sie über die Quereinsteiger. Das ist auch schön. Ich will mal eins sagen. Wir persönlich nehmen Quereinsteiger ernst und halten sie auch für einen wertvollen Beitrag hinsichtlich ihrer Expertise, was sie für den Schulalltag bringen. Wer kann denn etwas dagegen haben, wenn der Handwerksmeister an der Berufsschule mit einem Ausbildungseignungsschein dort unterwegs ist? Wer kann denn etwas dagegen haben, wenn ein diplomierter Sportlehrer Unterricht gibt? Wer kann denn etwas dagegen haben, wenn ein promovierter Mathematiker Unterricht gibt? All diejenigen werden im Übrigen dann auch alles Akademiker, nur wenn das mal klar ist, logischerweise dann flankierend mit einer pädagogischen, methodisch-didaktischen Ausbildung versehen. Deswegen, Quereinsteiger sind ein Mehrwert, und die Zahlen, die hier genannt wurden, die weise ich deutlich zurück, denn wir reden hier nicht von 10, 20 oder 30%, sondern Herr Kollege Schwarz, warten Sie kurz einen Moment. Der Kollege Degen hätte eine Zwischenfrage. Gestatten Sie die? Herr Kollege, bitte schön. Vielen Dank. Herr Kollege Schwarz, wenn diese Quereinsteiger Ihnen so wichtig sind, weshalb werden die maximal für 5 Jahre bezahlt und danach wieder aus dem Schuldienst entlassen? Ich kann Ihnen das sehr genau sagen. Wir reden hier von 4.300 Kolleginnen und Kollegen, die dort aktiv sind. Das entspricht, wenn wir von den Stellenköpfen herkommen, 7,6% und von den Stellenzahlen sind es 5,4%. Und die allermeisten, die sind logischerweise nebenher beschäftigt. Die haben nämlich eine andere Berufsausbildung, sonst wären es keine Quereinsteiger, und sie machen eine klassische Nebenbeschäftigung, die ein wertvoller Beitrag für die Arbeit an den Schulen ist. Insofern ist das eine bewährte Praxis. Und mir persönlich kommen keine Stürme von Briefen entgegen, die diese Praxis in irgendeiner Form beschreibt. Abgesehen davon, derjenige, der sagt, ich möchte mich weiterbilden mit einer grundständigen Lehrerausbildung, den behalten wir selbstverständlich an Bord, der bekommt einen Vertrag auf Dauer. Da sind wir stolz drauf, meine Damen und Herren.
So. Dann kommen wir zu Ihrem Punkt 7, zur Ausbildung. Damit es auch mal klar ist. Ja, Grundschulen. Wer hat denn die Kapazitäten, Ausbildungskapazitäten an den Universitäten verdoppelt? Von 420 auf 815 innerhalb von 6 Semestern haben wir immer oben einen draufgelegt. Und das zeigt, wie genau wir die Dinge an dieser Stelle ernst nehmen. Das Gleiche trifft im Übrigen zu auch bei den Förderschulen. Da haben wir auch ordentlich eine Schippe draufgelegt. Intensive Gespräche mit der Universität Kassel, dass wir auch dort lokal die Förderschullehrer ausbilden. Und dessen nicht genug. Wir machen das Ganze auch konsequent in der zweiten Phase der Lehrerausbildung und bilden dort 200 zusätzliche Referendare aktuell schon aus. Im Haushaltsplan 2020 sind 100 zusätzliche Plätze für Lehrer im Vorbereitungsdienst sofort gesehen. Und dann will ich mal auf diese ganze Mehr von der A13 zu sprechen kommen. Punkt 6 Ihres Antrages. Und da ist einiges zugesagt worden, was schlicht und ergreifend grober Unfug ist. Und da fange ich mal mit der Kollegin Kula an. Ich habe es mehr mitgeschrieben. Sie haben scheinbar heute Morgen gelernt, dass in Berlin es nicht die A13, sondern E13-Besoldung ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und ich will Ihnen von hier aus zurufen, A12 in Hessen ist deutlich mehr wert als E13 in Berlin, damit es mal klar ist. Und dann will ich Ihnen auch noch zurufen, wollen Sie denn ernsthaft den Kolleginnen und Kollegen, die nach E13 dort bezahlt werden und hier nach A12 in Hessen die Pension rauben, nämlich in Hessen bekommen die Kolleginnen und Kollegen nach A12 eine solche Pension. Das passiert nämlich in Berlin nicht. Ist das das, was Sie wünschen? Nur mal eine Frage. Wir können ja gleich noch einmal rauskommen, damit das von Ihnen dann auch noch einmal in ausführlicher Breite dargestellt werden kann. Herr Kollege Schwarz, es gibt eine erneute Zwischenfrage. Die Kollegin Kula hätte eine. Wollen Sie die zulassen? Noch so viel zu sagen. Wir verbleiben nur noch 2 Minuten. Und deswegen ich kann nicht meine Rede nur mit Zwischenfragen hier verdingen. Also, wenn ihr auf die zweite Runde verzichtet, wäre ich sehr liberal bei den Redezeiten. Aber das nur am Rande. Auch schön. Ja, okay. Wir haben in Hessen attraktive Bedingungen für Grundschullehrer, und das zeigt insbesondere die Tatsache, dass jeder zusätzliche Studienplatz sofort besetzt wird. Sofort. Es gibt keinen freien Studienplatz. Und ich erinnere noch einmal daran, wir haben die Studienkapazitäten verdoppelt. Und weil die Rahmenbedingungen attraktiv sind, auch durch die zusätzliche Unterstützung, kommen die Kolleginnen und Kollegen gerne an die hessischen Schulen. Und es ist auch keinerlei Abwanderungstendenz in andere Bundesländer zu erkennen, denn kein anderes Bundesland unterstützt so wie wir. 700 zusätzliche Kräfte, sozialpädagogische Fachkräfte. Davon gehen 400 an die Grundschulen, 300 an die Sekundarschulen, 500 Verwaltungsfachkräfte, die wir jetzt fortfolgend an die Schulen bringen werden. Wir haben die Konrektorenstellen geschaffen an den Grundschulen und die Besoldung verbessert. Ich will eins sagen. Wir brauchen in keiner Art und Weise uns zu verstecken. Kein anderes Bundesland gibt pro Kopf so viel Geld aus wie wir in Hessen für die Bildung. Und deswegen können sich die Menschen und die Kolleginnen und Kollegen und die gesamte Schullandschaft auf uns verlassen. Abschließend ist mir wichtig, noch einmal auf diesen Bereich Chancengerechtigkeit und Fairness miteinander einzugehen. Das verquicken Sie ja mit dem Bereich Überlastung. Wissen Sie, wodurch Chancenungerechtigkeit oder Ungleichheit und Überlastung unter anderem entstehen? Wenn die Menschen sich nicht miteinander unterhalten können. Genau deswegen ist es unser Vorstoß bereits 2000 gewesen, die Bildungssprache Deutsch prominent nach vorne zu bringen. Es ist unser Kultusminister Lorz
Präsident der Kultusministerkonferenz gewesen, der dieses Thema Bildungssprache Deutsch prominent nach vorne gefahren hat. Denn unsere Vorlaufkurse, die seit 2002, seit 2003 laufen, sind ein Riesenerfolg. Hatten wir noch seinerzeit 35% der ausländischen Schülerinnen und Schüler, die überhaupt nicht erst den Sprung in die erste Klasse geschafft haben. 45% derer mussten wiederholen, und 20% verließen seinerzeit die Schulen ohne Abschluss. Das haben wir geändert. Ohne Abschluss nur noch unter 8%, mehr als halbiert, und eine Einschulungsquote durch die Vorlaufkurse von 97%. Das bedeutet, das ist ein substanzieller Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Denn wer ordentlich Deutsch sprechen kann, der hat eine gute Schulkarriere vor sich, der hat eine tolle Berufskarriere vor sich, sei es in der dualen Ausbildung, sei es im Studium. Und der hat auch alles an Zutaten, um in dieser Gesellschaft erfolgreich unterwegs zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine fröhliche Adventszeit. Wir haben noch Gelegenheit, von dieser Seite aus weiterzusprechen, denn wir haben noch ein paar bildungspolitische Themen. Soweit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Also, wir haben noch mehr Möglichkeiten, miteinander zu reden. Es liegen nämlich zwei Kurzinterventionen vor, eine vom Kollegen Degen und eine von der Kollegin Kuhler. Ich würde vorschlagen, wir hören sie nacheinander, und dann kann der Kollege Schwarz dann im Gesammelten darauf antworten, wenn er Lust hat. Bitte schön, Herr Kollege Degen. Funktioniert nicht mit dem Druck. Warte mal. Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich noch einmal gemeldet wegen ein paar Dingen, die eben genannt wurden. Erstens mal grober Unfug, hat der Kollege Schwarz gesagt. Ich will Ihnen das mit dem A13, E13 noch einmal erklären. Es geht in Berlin nicht darum, ob wir hier A13 haben und die dort E13. Es geht darum, dass in Berlin alle Lehrkräfte, egal welches Lehramt, gleich bezahlt werden, meine Damen und Herren. Das ist doch der Grund, worum es geht. Und nicht um Hessen und Berlin. Und in der Tat, es gibt genug Bewerberinnen und Bewerber für das Grundschullehramt. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass das Grundschullehramt, dass das Quereinsteigerprogramm für die, die schon eine Ausbildung haben als Hauptrealschullehrer und Gymnasiallehrer, dass die kein Interesse haben, ins Grundschullehramt zu wechseln, weil erstens nicht das gleiche Gehalt gezahlt wird und zweitens die Rahmenbedingungen des Quereinsteigerprogramms so schlecht sind. Das steht im Antrag drin, weil auch gefragt wurde, welche Konzepte wir haben. Übrigens erkannt, das bezieht sich hier nicht die Rahmenbedingungen auf das Studium, sondern es bezieht sich auf das Quereinsteigerprogramm, das so schlecht ist, dass immer weniger es machen in Hessen. Und das haben wir schon, davor haben wir schon 2017 gewarnt mit unserem Antrag und haben darauf aufmerksam gemacht, dass da zu viel Unterrichtsverpflichtung ist, dass man, wenn die Leute schon bereit sind, etwas draufzuschaffen, eine Weiterbildung zu machen, dass man die auch ausreichend entlasten muss, damit die das auch schaffen können. Und deswegen müssen Sie jetzt, wollen Sie jetzt die Kapazitäten reduzieren der Plätze für dieses einzig gute Programm, das wir haben, das uns relativ schnell Lehrkräfte, die schon eine Ausbildung haben, weiterqualifiziert zur Grundschullehrkraft. Das wollen Sie jetzt reduzieren, weil die Bedingungen nicht attraktiv sind. Und das haben Sie 2017 abgelehnt. Und das ärgert mich, meine Damen und Herren. Und letzter Punkt zu der Behauptung, die vielen Vertretungslehrkräfte, TVH-Kräfte, würden das im Nebenverdienst machen. Meine Damen und Herren, können Sie den Kultusminister einmal fragen? Vermutlich hat er keine Zahlen. So ist ja eigentlich immer die Aussage. Ich habe gerade noch einmal einen Fall geschildert bekommen von jemandem, der 11 Kettenverträge hat, der eine erste Staatsprüfung hat, der seit vielen Jahren unterrichtet an Grundschulen und der jetzt vor der Arbeitslosigkeit steht, weil er kein Angebot bekommen hat an der richtigen Weiterqualifizierung und weil der Kettenvertrag nicht verlängert wird. So sieht die Realität aus, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Kollege Degen. Nächste Rednerin im Rahmen der Kurzintervention ist die Kollegin Kuhler. Ja, nur eine kurze Anmerkung an den Herrn Schwarz. Wenn Sie befürchten, dass wir den Lehrkräften ihre Pensionen rauben wollten, dann reden Sie doch bitte erst einmal mit Ihrem Koalitionspartner, weil die Grünen waren diejenigen in Berlin, die sich massiv gegen eine Verbeamtung von allen Lehrkräften gewendet haben. Von daher sprechen Sie da erst einmal untereinander. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Kuhler. Herr Kollege Schwarz, wollen Sie antworten? Dazu haben Sie jetzt Zeit. Ja, ich sage mal 3 Minuten, Herr Kollege. Ja, eigentlich 4, aber man kann es vielleicht auch in 3 versuchen. Aber wie gesagt, ich bin liberal. Herr Präsident, vielen Dank. Der Präsident ist immer liberal und neutral. Ich versuche, das innerhalb von 3 Minuten hier schlank abzuarbeiten, sehr gerne. Zunächst einmal an die Frau Kuhler.
der Koalitionspartner und wir, wir reden immer miteinander. Und es kommen immer ordentliche und gute Ergebnisse heraus. Das ist ein vertrauensvolles und sehr konstruktives Miteinander, damit es einfach noch einmal klar ist. Dann im Zweiten, lieber Kollege Degen, wenn man jetzt einmal intellektuell zu Ende bringt, was Sie hier vorgetragen haben, wir besolden alle Lehrer gleich. Heißt das aber auch im Klartext, wir müssen dann den Gymnasiallehrkräften erklären, dass sie dann anders bezahlt werden? Oder was haben sie vor? Oder wir müssen den Kolleginnen und Kollegen an den Berufsschulen erklären, dass sie auch wieder bekommen. Also wollen wir es so machen wie in Berlin? Wir bezahlen alle gleich schlecht. Oder wie ist dann die Konsequenz aus Ihrer Sicht? Sie wollen, wenn ich Sie dann richtig verstehe, den Einheitslehrer zur Einheitsschule und verrühren alles. Und damit ist dann Ihr Erfolgsrezept geschrieben. Und Sie glauben, dass damit das Lehramt attraktiver wird. Gut, da wünsche ich Ihnen gute Verrichtung. Wir werden allerdings verhindern, dass das so weit kommt, meine Damen und Herren. So. Und jetzt ist ja, lieber Kollege Degen und liebe Kollegin Kulau, die Wahrheit immer konkret. Nicht immer angenehm, aber die Wahrheit ist immer konkret. Was heißt das? Was heißt denn das genau? Also, es heißt, dass E13 knapp 3.000 € in Berlin wert ist und dass A12 3.400 € in Hessen wert ist. Ich will es ja nur einmal gesagt haben. Also ein Delta von 600 €. Jetzt könnten wir das auch noch einmal hochreden. Das sind gerade mal 20%. Rechnen wir noch einmal Pensionsansprüche dazu. Also besprechen Sie sich einmal mit GEW, besprechen Sie sich einmal in Ihren Reihen, machen Sie einen kleinen Grundkurs in Mathematik, und dann sehen wir uns hier wieder. Und damit, weil ich ja noch Redezeit habe, Herr Präsident, und ich eben gerade einen wesentlichen Punkt nicht mehr habe ansprechen können, da ist ja immer die Rede, wie sieht denn das eigentlich aus an den Schulen, weil das ja auch bezüglich der ARD-Themenwoche hier ein Thema heute Morgen war. Was machen wir denn an den Schulen, wo die Herausforderungen besonders groß sind? Ja, Herr Kollege Degen, jetzt könnten Sie ruhig zuhören, jetzt können Sie nämlich noch etwas lernen. Wir haben den Sozial- und Integrationsindex zusammengelegt. Und das bedeutet mehr Stellen für genau diese Schulen mit besonderen Herausforderungen. Deswegen haben wir das sehr genau im Blick. Und da sind wir auch stolz darauf, dass wir das so tun. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.